Ja, es sieht so aus, als wären wir in Paris. Das sind wir nicht. Wir sind beim Globus in Saarlouis, ja, Teil Nummer 3, Globus Saarlouis TV mit Sarina Körbel. Grüß dich, Sarina. Hallo. Du warst ein paar Monate hier in der Abteilung, du kennst dich aus, du bist aber auch eine Frau, muss man sagen, ja. Und Frauen stehen total auf tolle Dinge und unter anderem auf eine Marke, die ist ganz neu bei Globus, die heißt KISS. Genau. Ja, zeig mir die mal. Da vorne ist ein Präsenter, der da ist von KISS. KISS Professional aus New York. Naja, aber du hast es probiert und du sagst, das, was da drin ist, ist echt gut, oder? Ja, das ist gut. So, du lässt einige Dinge machen, aber so das, ich sag mal, der morgendliche Vorgang, den hast du fest im Griff und hier findet man wirklich alles, oder? Ja, also ich kaufe alles bei Globus, meine ganze Drogerieartikel. Ja, so ist es zum Beispiel. Du hast jetzt was heute Morgen aufgetragen bei dir, darf ich das fragen? Ja, einen Augenbrauenstift habe ich benutzt, dann Kajal, Wimperntusche. So, wir gehen jetzt mal einkaufen. Dann darfst du jetzt mal einen Augenbrauenstift kaufen. Welchen würdest du nehmen? Also ich guck mal gerade. Momentan den von Catrice. Ja. Da gehen wir da mal hin. Du gehst vor Catrice. Ah, sieh mal da. Ich bin ja ein Mann und keine Frau. Der ist jetzt nicht beleuchtet. Da ist hier vorne eine drauf, die sieht so ein bisschen aus wie eine Japanerin oder sie könnte aus Korea kommen. Ja. Die neuen Models. Und ja, das ist einer. Warum jetzt gerade von der Firma? Also ich habe den mal ausprobiert und war überzeugt davon und ich kann ihn halt schön auftragen. Okay, zeig ihn mal ganz kurz in die Kamera, das ist er. So sieht er aus. Und ja, das nächste, was brauchst du noch? Zum Beispiel Wimperntusche? Wimperntusche, Mascara, benutze ich von Maybelline. Von Maybelline. So, auch da, wie war da die Entscheidung bei Maybelline? Wie bist du drauf gekommen? Aus der Werbung? Ist jetzt schon länger her, aber auf jeden Fall durch Werbung und habe es dann ausprobiert und war überzeugt. Den. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Nehmen eigentlich ziemlich viele junge Leute, so Freundinnen von mir nehmen den eigentlich alle. Echt? Ja. Also es ist nicht nur die Werbung, die gegriffen hat, der funktioniert auch ganz gut. Ja, das stimmt. Okay, der sieht doch ziemlich poppig aus in dem Gelb. Ja. Ist das auch so ein bisschen, dass man nicht so das haben möchte von der Mama, dass so aussieht, sondern ein bisschen cooler von der Optik? Ja. Das hält der Inhalt, oder? Ja, es ist eher der Inhalt. Genau. Ja. Aber was ist das da unten? Ist das jetzt eine andere Farbe? Das ist auch Mascara. Das ist immer so entweder viel Volumen oder halt mehr Fülle. Okay, cool. Ja, was fehlt denn noch? Lidschatten. Nehme ich keinen. Nimmst du keinen? Nehme ich keinen. Aber was nimmst du, dass das so schimmert so bei dir oben? Oder hast du nichts heute an? Nee. Nee, gar nichts. Okay. Was ist mit den Augenbrauen? Was machst du da? Das war der Augenbrauenstift von eben? Genau. Okay. Mehr. Sonst bist du fertig. Lippenstift nimmst du nie? Lippenstift nehme ich auch gerne, aber auf der Arbeit nicht. Auf der Arbeit nicht. Wenn du jetzt einen entscheiden könntest, was würdest du nehmen? Einen mattroten. Ja, zeig mir mal einen. Ja. Dass wir das mal auch mal sehen. Mattrot. Von? Von KISS. Zum Beispiel hier als Gel. Ich zeig mal ganz kurz mal die Auswahl. Der steht hier vorne. So, mattrot. Genau. Also das Matte hat den Vorteil, es wirkt ja nicht so... so. Es glänzt halt nicht so. Das macht, also ich finde persönlich, das macht die Lippen einfach schöner. Sehr schön, also jeder wie er will. Genau. Ja, ganz große Abteilung. Es gibt aber nicht nur Schminke hier, sage ich jetzt mal, und Schönheitsartikel. Ihr habt wirklich alles. Also wenn ich jetzt drauf komme, ich habe zum Beispiel spröde und defekte Haare. Was würdest du mir empfehlen? Auf jeden Fall ein Shampoo, ein Feuchtigkeitsshampoo. Ja, zeig mir mal, wo das ist. Ja. Das wird da mal kurz durchgehen, große Abteilung. Ihr habt doch jede Menge Cremes, oder? Cremes haben wir hier. Also hier haben wir Gesichtspflege, wir haben auch viel Naturcremes, ja. Auch ein ganz wichtiges Thema. Leute kommen und sagen, ich habe eine Allergie oder ich vertrage was nicht. Genau, da haben wir auch reichlich. So, wir gehen jetzt in welche Abteilung? In Haarpflege? Genau. Das hier vorne. Hier ist was für Styling. Warte, ich zeig das mal gerade. Styling. Styling heißt so Gels und so? Gel, Trockenshampoo, genau, ein Haarspray. Trockenshampoo, wann nimmt man denn Trockenshampoo? Im Urlaub? Nee, Trockenshampoo kann man eigentlich immer benutzen, um vielleicht das Waschen von den Haaren herauszuzögern. Okay. Oder wenn es morgens mal schnell gehen soll. Ist auch nicht so gut immer waschen, oder? Für die Haare? Nee. Okay. So ist es. Dann gehen wir mal kurz zur Haarpflege. Und wenn Sie also spröde und beschädigte Haare haben, du zeigst mir jetzt mal was Tolles. Okay. Ich weiß noch nicht, was es ist. Wir werden es gleich erfahren. Ja, zwei tolle Produkte. Einmal Naturebox mit 100% kaltgepresstem Öl, ein Shampoo mit Avocadoöl und einmal Head & Shoulders. Damit kann ich mir meine Haare wieder ein bisschen aufbauen. Genau, und das von Naturebox ist sogar ohne Silikone, was auch wichtig für die Haare ist. Warum? Das macht die Haarstruktur einfach kaputt. Okay. Also die Silikone machen die kaputt und ohne Silikone ist immer gut.